Heute auf dem Weg zur ITB hier nach Berlin ist mir nochmal bewusst geworden, und das lag nicht nur am Komfort-Check-In über die Bahn-App, wie brutal schnell alles geworden ist und mittlerweile ist. Und das betrifft natürlich auch gerade unseren Markt, den MICE-Markt, den Meeting- und Event-Markt hinsichtlich der Digitalisierung. Mir ist klar geworden, die Anforderungen werden immer größer, immer komplexer und immer schneller. Dieser Geschwindigkeit stelle ich mich jetzt und werde mich auch zu 100% darauf fokussieren, im Bereich der Digitalisierung und Portalökonomie unserer Branche dort meinen Fokus eindeutig zu setzen. Alles bisherige Abschneiden macht sicherlich keinen Sinn, denn die Digitalisierung, und das ist immer eigentlich mein Ansatz, dient ja auch dafür, den Menschen dort in den Vordergrund zu rücken. Deswegen finde ich das Thema morgen auch gut, Fokus Mensch. Die Digitalisierung unterstützt uns dort, die Qualitäten, die persönlichen Qualitäten einzubringen und im Bereich der Technik Geschwindigkeit aufzuholen, Effektivität, Effizienz. Das ist das, was uns jetzt im Alltag einholen wird, gerade auch in unserer Branche. Ja, wo wir im halben Jahr, einem Jahr werden wir sehen, aber natürlich das ganze Thema Einkaufsprozesse, Anfrage, Buchungsprozesse werden sich beschleunigen, werden einfacher werden, werden direkter werden, werden transparenter werden und sie werden sich öffnen über Schnittstellen weiteren Gewerken und Dienstleistungen, die miteinander kombiniert werden. Ich freue mich da auch ganz besonders auf den Vortrag meiner Stellvertreterin vom VDVO, die genau dieses Thema behandeln wird. Hybridportale, das ist ja eigentlich so mein Thema, dem ich mich schon lange widme. Ich habe die erste Zeichnung dazu 2014 auf der ITB verfasst. Da müssen natürlich die zusammenkommen, die klassischen RFP-Anbieter, also die klassischen Anfrageportale mit den Anbietern, die Live-Verfügbarkeiten zur Verfügung stellen, um die Sachen miteinander zu kombinieren. Die Herausforderung ist nach wie vor gegeben. Also die Ideallösung im ersten Schritt, die sicherlich auch schon möglich wäre, man darf ja nicht vergessen, disruptive Modelle entstehen ja durch Tools, die zusammengebracht werden, die schon vorhanden sind. Jedenfalls ist das oftmals so der Fall. Und aus meiner heutigen Sicht, das, was direkt umsetzbar wäre für eine Ideallösung, wäre, dass man Einkaufsprozesse und angrenzende Gewerke in einem Buchungsschritt abschließen kann, sozusagen in einem Warenkorb, um es dem User, dem Nutzer, dem Veranstaltungsplaner, aber auch den Gewerken und Dienstleistern so einfach wie möglich zu machen und vor allen Dingen so schnell wie möglich. Ja, also das, was bereits vorhanden ist, sei es jetzt bei Philo die Live-Verfügbarkeiten im Location-Bereich, sei es klassische online-webbasierte Tools im Bereich Teilnehmermanagement oder auch Dienstleistungen, Hotels, die bereits sehr smart eingekauft und gebucht werden können. All das findet man natürlich auch am Gemeinschaftsstand des VDVO, dem Verband der Veranstaltungsorganisatoren, zu allen drei Fachbesuchertagen auf der ITB.